Nun möchte ich das eigentliche Griffloch flechten im Korb. Dafür habe ich mir Stellen markiert, nämlich hier die gegenüberliegenden Starken, damit nachher auch das, die beiden Grifflöcher genau gegenüberliegen beim Korb. Für das Griffloch fange ich jetzt an, allmählich hoch zu steigen mit dieser Kimme, sodass der höchste Punkt des Grifflochs hier genau bei der markierten Stärke ist. Und anschließend gehe ich wieder langsam herunter, flechte langsam die Kimme wieder herunter. So, der höchste Punkt ist also diese markierte Stärke. Und natürlich an der gegenüberliegenden Seite muss das Kopfloch genau in derselben Größe Höhe nach oben steigen. Hier, das ist wieder der höchste Punkt, das heißt, hier gehe ich dann danach wieder runter. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir die in der Höhe und auch natürlich in der Breite aneinander angleichen. Dafür können wir auch hier mal einfach messen, wie hoch hier dieses Griffloch ist an der höchsten Stelle und wie hoch dieses ist. Das ist automatisch ungefähr gleich. Das ist nicht immer so. Sonst muss man eben noch ein bisschen höher ziehen oder ein bisschen draufdrücken, dass sie genau gleich hoch sind. Und jetzt flechte ich die Spitzen hier nochmal drüber. Klopfe die beiden herunter, dass keine Abstände zwischen den einzelnen beiden Reihen sind. Allerdings müssen wir natürlich darauf achten, dass wir hier beim Griffloch nur ganz vorsichtig klopfen, dass wir es uns nicht wieder runterklopfen. Stehenden Spitzen werden jetzt abgeschnitten und natürlich auch die Stammende der Kinnweiden. Bevor wir dann den Rand da herüberflechten. Nun mache ich diese Markierung natürlich erstmal wieder ab. Und um den Rand zu flechten, muss ich die Starken nochmal sehr gut nass machen, weil es natürlich sehr unangenehm wäre, wenn beim Rand die Starken hier an den Stellen brechen, die das Griffloch bilden. Also den Rapport, das Muster, wieder vor 3, hinter 2. Und auch hier müssen wir darauf achten, dass wir, wenn wir hier den Rand drüber flechten, nicht zu stark drücken, dass wir das Griffloch nicht wieder nach unten schieben. Und etwas vorsichtig flechten,
dass uns die Weiden nicht gerade hier an diesen Stellen brechen. Das ist jetzt nicht schlimm, wir können die auch wieder beistecken, aber das ist natürlich dann etwas aufwendiger. So, na prima, das ist ja schon mal gut gegangen. Das runde Tablett mit den Grifflöchern ist jetzt fertig geflochten. Sieht eigentlich ganz schön gleichmäßig aus und man kann eben auch gut hier anfassen und was dann tragen. Zur Höhe und auch zur Breite der Grifflöcher. Das ist natürlich ganz abhängig davon, welchen Gebrauchswert nachher der Korb hat. Das heißt, ob man da schwere Sachen drin transportieren möchte oder leichte. Das heißt, dass man schon viel Platz haben muss, es hochzuheben. Oder ob es wirklich reicht, ganz kleine, ganz niedrige Griffeinschübe zu machen. Das ist auch Geschmackssache. Da ist man ganz unabhängig davon. Ja, so ist es fertig.